Hallo zu Leute heute. Kim Kardashian ist jetzt offenbar im Club der Milliardäre. Das behauptet zumindest das Wirtschaftsmagazin Forbes. Ihr Erfolgsrezept? Sie weiß, wie sie sich und ihr Leben und alles, was sie tut, in Szene setzen muss. Und das gerade mal mit 40 Jahren. Mal wieder ein Hollywoodstar hautnah erleben. In Berlin ist das möglich. Gleich italienisch durch und durch, extra knusprig und unwiderstehlich. Giovanni Zarellas Pizza. Mehr dazu in wenigen Sekunden. Schön, dass Sie bei uns sind. Giovanni Zarella, der frühere Broses-Star, freut sich. Am Freitag erscheint sein neues Album. Ansonsten spielt er zu Hause oft den Hausmann. Wenn seine Frau auf Reisen ist, kümmert er sich um den Haushalt und die beiden Kinder. Zu essen gibt es dann meistens das, was Italiener am besten können. Eine perfekte Pizza mit Mozzarella. Und das Allerbeste daran, Giovanni räumt danach auch die Küche wieder auf. Ich behaupte mal, alle Frauen, die die Netflix-Serie Bridgerton gesehen haben, haben irgendwann mal den Namen Reggie Jean Page gegoogelt. Der Schauspieler ist damit über Nacht zum Superstar und zum absoluten Frauenschwarm geworden. Und jetzt wird er sogar als neuer James Bond gehandelt. Warum nicht? Die Lizenz zum Verzaubern hat er schon. Ja, das war ein Schock zu hören, dass er in der zweiten Staffel nicht mehr dabei ist. Da brauchen wir jetzt ganz schnell einen Gute-Laune-Booster und der ist pink. An der Farbe kommen wir in diesem Frühling nicht vorbei. Da hing zum Glück auch was auf meiner Kleiderstange heute. Von Hubba Bubba Pink bis Barbie Pink ist alles erlaubt. Hier sind unsere fünf Favoriten. Und wenn es darum geht, aufzufallen, kann sie auch mitmischen. Vivienne Westwood, die Designerin, wird morgen 80. Mode allein war ihr nie genug. Sie engagiert sich schon seit langem für Menschenrechte, den Tierschutz und sie macht auf den Klimawandel aufmerksam. Mehr gibt's morgen ab 17:45 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.